freue mich auf jeden Fall, heute wieder hier auf der Bühne zu stehen. Das ist mittlerweile genau ein Jahr her. Und ich war vorhin auch wirklich ein bisschen aufgeregt, weil ich genau wusste, wie die Mädchen sich heute fühlen, wenn man rauskommt beim Opening. Die Tage vorher ist der Saal leer und auf einmal sitzen hier fast 1000 Leute. Ich habe wirklich ein ganz tolles Jahr erlebt. Ich habe viele Dinge gemacht, die nicht unbedingt Miss Germany typisch sind. Ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe Papst Franziskus getroffen, hatte eine Audienz bei ihm. Und das sind tolle Erinnerungen, an die ich noch ganz lange zurückdenken werde. Was gibst du denn der neuen Miss Germany heute mit auf den Weg? Was soll sie sich wirklich zu Herzen nehmen in dem Jahr als Miss Germany? Ich habe sogar mehrere Tipps. Einmal natürlich, dass sie sehr weitsichtig durch die Gegend läuft, dass sie nicht blind ist. Gerade auch in der Branche meint sich jeder ernst mit einem. Und ansonsten wünsche ich ihr, dass sie auch mal lernt, Nein zu sagen. Und vor allem, dass sie genug Menschen um sich herum hat, Familie, Freunde, die ihr dabei helfen, dass sie mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden bleibt. Wie geht es denn für dich jetzt weiter? Natürlich heute die Übergabe, es gibt eine tolle Aftershow-Party. Auch du hast heute ganz, ganz viele Freunde und Familie mitgebracht, die gemeinsam heute mit dir diesen Übergang des Titels natürlich feiern werden. Wie geht es für dich jetzt weiter, liebe Lena? Für mich geht es genauso weiter, wie ich aufgehört habe. Ich werde ab dem 1.3., sprich übernächste Woche, wieder an meine alte Schule zurückkehren. Ich bin dort Referendarin für Hauswirtschaft und katholische Religion und freue mich, wenn ich dann hoffentlich im Oktober mein zweites Staatsexamen in der Tasche habe. Dafür drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Natürlich, den Applaus hast du dir kräftig verdient.